Herzlich willkommen im Gruselhaus. Hier sind wir wieder. Ich will gar nicht lange drum rumreden. Ihr wisst, worum es geht. Hier, ich hatte angefangen, Resident Evil das Remake anzuspielen. Und damit soll es jetzt auch sofort eigentlich weitergehen. Ich schnappe mir meinen Controller. Lalalalala. Switche hier um. Viel Spaß, den ich mir selber halt auch wünsche. Bis dann. So, da sind wir wieder. Und weiter geht's. Wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir hier mit den scheiß Masken hier gehabt. Der eine hat keinen Kopf, Köpfe haben sie alle, nur keine. Hier, der eine hat einen Mund anstatt Nase. Nein, Quatsch, die haben überall Löcher. Egal. Wie sieht unser Inventar jetzt gerade aus? Ich weiß nicht, wir haben einen Schlüssel, den ich manchmal genauer angucken wollte. Weil das ja. Oh, eine Schwertsymbolik. Der Schwertschlüssel. Es ist der Schwertschlüssel. Okay. Damit können wir auf jeden Fall schon mal wieder was anfangen. Ne? Da oben sind immer noch die kleinen Fledermäuse am Rumrattern. Ich hasse diese Kameraeinstellung, weil irgendwann wird da irgendwas passieren. Ja. Weiter geht's hier. Das heißt, ich kann wieder raufgehen, weil irgendwas zum Türe öffnen war hier sowieso nicht. Hatte ich denn da oben alle Türen schon durch? Die halt ohne Schlüssel funktioniert haben. Ich gehe nochmal. Ja, ich gehe hier. Genau, das wäre dieser große Raum, wo halt Dining Room. Andere Seite verschlossen, okay. Andere Seite verschlossen. Ich mache das hier mit dem Spiegel. Die Tür ist verschlossen. Rüstung. Hier kam ich, glaube ich, schon. Oh, jetzt muss ich mich hier breit machen. Naja, auf jeden Fall hat mir der Anfang natürlich sehr viel Spaß gemacht. Man kam halt auch mit der Zeit wieder in den Flow rein, fand ich am Anfang nicht so. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Das jute Geschirr. Mutter wird sich beschweren. Die Tür ist verschlossen. Eine Rüstung. Lalala. Hier geht's nicht weiter. Oh, hier geht's weiter. Ich mach's natürlich, wenn es hier weiter geht. Verschlossen. Rüstung. Na, 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 na. Okay. Okay, hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Die Tür sieht so aus, als ob man die nicht öffnen kann. Aber die kann man natürlich öffnen. Diese Tür soll zum Öffnen da sein. Da blitzt es doch schon wieder hervor. Hallo, Blitz. Eine Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Naja, er redet bestimmt hier von Becher Bechamelsoße, die ich immer haben wollte. Da ist eine, irgendwie gefällt mir das mit der Tür nicht. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind, naja, ja, ist ja toll. Das sieht so aus, ob hier ein. Bin ich von da reingekommen? Das ist wieder meine übliche Orientierung. Übliche Orientierung, nämlich gar keine Orientierung. Ja! She's a banker, Moment! Mein Gott, wie viel fressen die denn an Muni, ey?
Ja, da kommt der nächste Geppetto an hier. Alter, ich bin so schlimm geworden. So. Man darf auch nicht immer kopflos an die Sache rangehen. Tausend Millionen schlechte Wortwitze spielen. Okay, lass mich mal eben orientieren. Ich bin von hier. Nein, ich bin nicht von da gekommen. Ich bin von hier gekommen, weil er mir sofort in die Fresse gespuckt hat. Entschuldigung. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Heißt, ich befinde mich jetzt wo? Ich befinde mich jetzt. Wow, befinde mich hier. Egal. Aber das ist wieder da oben in der anderen Flur als der eine Flur, wo ich schon mal war oben. Ich erinnere mich an diese solche Flure. Ich glaube, in irgendeinem Kaminzimmer war dann die fette Schlange da. Ne? Das ist nicht schön. Wird sagt meine Munition hier gerade. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie krass, wie viel wegfuttern. Ganz ehrlich. Da kann ich natürlich reingehen. Ganz nervös, die Nase bricht einen ab hier. Wenn man zu viel bekommt, ist das nicht gut, Alter. Ist das hier jetzt was ist das denn hier? Ein leerer Kamin. Da ist auch reiner Alkohol. Ist das jetzt hier so eine Terrasse? Ah, ich mag das ja alles nicht. Besonders wenn das so dunkel ist. Ist halt eine Kau. Ich setze mich so lange dahin und warte ab, bis Barry kommt. Ein Bild eines halb gebauten Hauses. Sieht aus wie dieses hier. Ja gut, hätte man. Oh, da liegt doch hier, da liegt doch hier. Kartoffelsalat. Okay, wie viel Platz habe ich? Ah, doch so viel. Ich brauche irgendwann mal einen Platz, wo ich ein bisschen was weglegen kann. Aber schauen wir mal. Der ist eh gebohrt. Was war hier? Die Tür ist verschlossen. Dann gehe ich jetzt mal hier runter. Lauert hier schon wieder einer. Aber das ist nicht der mit dem Vogelkäfig hier, ne? Und es blitzt und donnert da. Mit den Stiefeln pitsche patsch. Hier ist eine Schreibmaschine. Habe ich noch ein Farbband? Weil ich will speichern. Ich habe kein Farbband. Muni ist immer gut. Hier ist ein Flachmann, den nehme ich sofort an mich. Flachmann ist mir. Zuerst liegt eine Latte. Ach, zu oberst liegt eine durch das warme Licht. Entspannen Sie sich. Ha, ich fühle mich ganz entspannt. Solche Kisten meine ich nämlich, wo ich mal irgendwas. Ach, hier sind ja. Das kommt erstmal hier rein. Das kommt erstmal hier rein. Meistens ist es so, dass ich 2 Minuten später brauche ich es dann. Das Messer brauche ich eh nicht, Entschuldigung. Oh, da ist er. Ich will die Hundepfeife nicht weglegen. Also, was habe ich denn hier? Ich habe hier Farbband. Schon mal, dann möchte ich. Ich kann nicht eine. Ich muss dann alle nehmen. Okay, alles klar. Dann nehme ich das mal eben. Ich nehme diesen Flachmann hier mal eben auf. Treibstoffkanister. Ja, gut. So kann man es natürlich auch nennen. Eine alte Schreibmaschine. Sie können das Farbband verwenden. Ich werde das Farbband verenden, vor allen Dingen. Tja. Abstellraum im Ostflügel. Ne? Kann man sich ja vorstellen, wie groß das Haus ist. Wir haben auch einen Ostflügel. Ja, eigentlich haben wir 2 Zimmer. So, jetzt will ich das Farbband aber wieder hier reinschmeißen. Und diesen Treibstoffkanister. Ich würde jetzt erstmal so weitergehen wollen. Alte Kissen und Leitern. Okay. Okay. Ich lasse den noch hier stehen. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen. Ja, komm. Gefällt das ja nicht. Was ist das für eine Tür? Wenn Türen aufgehen, ist meistens immer ganz schlecht.
Ich hatte doch eine Karte, ich blöd, Mann. Da wäre noch eine Tür. Ich gehe erstmal hier rein. Ich muss ja eh in alle Räume rein und dann kann ich später immer noch mal gucken, wie wo was weiß Obi. Ist das hier der Raum, wo die Decke dann runterkommt? Oder? Ja, dann sterbe ich, mein Gott. Sterbe ich. Wo die Decke dann runterkommt, wenn ich jetzt hier das Gewehr nehme. Ein strenger Geruch hängt in der Luft. Da liegt ein bisschen drin. Ein ganz besonderer Duft. Ja, genau das war's nämlich. Ich nehme die jetzt nicht, weil ich kein. Da ist noch mein Verteidigungsdolch. Da ist ein Farbband nochmal, was sehr gut ist. Sah so aus wie eine Pfeilspitze. Ein Dolch. Der geht aber sofort wieder in mein Verteidigungsobjekt. Ich will die jetzt nicht runternehmen, weil ich genau weiß, dass dann wieder vorbei ist, wenn ich die jetzt runternehme. Aber egal. Lassen wir die erstmal hängen, bis ich Ersatz habe. Vielleicht spinne ich auch. Aber ich weiß halt, im Original nimmst du das Gewehr da runter und dann betrittst du diesen Raum jetzt wieder und dann kommt. Oder man will, dass das passiert. Warte mal. Ich nehme es jetzt mal. Ich tue es, als ob ich davon nichts wüsste. Ich gehe hier in den Raum rein. Und freue mich. Wow, guck mal hier. Hier riecht es doch etwas streng. Mensch, das ist das Leder. Ach, guck mal hier. Ein Gewehr. Das nehme ich mir doch unter den Nagel hier. Ha. Da ist doch bestimmt ein Mechanismus jetzt hochgegangen. Schauen wir mal. Weil ich glaube im Original war das so, dass Barry einen rettet, ne? Im Original. Ja, der Schutt kommt von der Decke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Die Tür nicht öffnen! Die Tür auch nicht! Oh Bitte? Gott, what did I do now? Ja, das war's, ne? Sprich deine Gebete. Wesker! Barry! Jill, you in there? Nein, ich schreie einfach nur und hab ein Barry! kleines Stand back! Aufnahmegerät da reingepackt. Grab my hand! Tja. Hat der Bauer nicht. Da wirst du rausgezogen und schneidest dir die ganzen Klamotten kaputt. Mein Gott. Kann man das verantworten? Barry, wie ist er? Burton. Barry Burton. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Yes, Really? well, man, was Thanks. lecker. But Barry, didn't you Mayo say you und were going Ei. back to the dining room to find other clues? Ja, in der I'm Zwischenzeit gone now, but habe ich why mir are das you komplette here? Haus angeguckt und er sollte weiter das Esszimmer I einfach just had durchsuchen. something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Ja. Don't mention it. Naja. So, ich gehe noch mal in den Raum rein. Keine Zeit für Sandwich, ja, schlimm genug. Ich kann nicht zurückgehen. Cool. Hier müsste eigentlich ein Bad sein, ne? Schönes Bad mit Bad und Entschuldige, Dusche. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier. Ich möchte gerne. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpselt sie natürlich. Wenn da Schmutzwasser ist, dann will ich natürlich den Stöpsel ziehen. Wollte gerade sagen, da kommt schon jetzt hier wie in Ju-On kommt dann der kleine Junge dann. Ich werde sie jetzt zum Manne nehmen. Nein, ich werde sie jetzt erschießen. Du kannst auch.
Sehr gut. Mein Gott. So habe ich Munition gespart. Die ist ganz schön jämmerlich geworden. Ja, wo ist denn das Erbrochene? Hä? Kann ich da? Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden, ja. Hast du was an dir? Ein Verteidigungsdolch. Finde ich gut. Das Wasser funktioniert anscheinend noch. Gut zu wissen. Ne, ich mache jetzt mal so weiter. Ich war am Überlegen, ob ich vielleicht die Flinte nehmen soll. Aber warte erst mal ab. Warten wir erstmal ab. So, hier geht weiter. Das, die Kameraeinstellung ist auch schon wieder so präsentiert dafür, dass da gleich ein Ochse aus dem Busch kommt. Um das mal so auszudrücken. Und wieder ab. Ich weiß gar nicht, im Original kamen dann da die Hunde aus dem Fenster geschossen, ne? Ich will den Dietrich gar nicht verwenden. Ich will gar nicht so sein, dass ich den Dietrich verwenden muss. Ich mag das gar nicht. Ist das hier mit dem Mond? Warte mal, ich habe eine Pfeife. Ich habe hier Kummer. Wenn ich das gleich brauche, ne? Alter, ich habe eine Pfeife. Damit schon ich. Ich sagte, wenn ich hier gleich drauf gehe, ne, weil die mich die Pfeife nicht benutzen lassen, ne, ich. Der schleicht doch da jetzt gleich den Sack mit Kräutern nicht mehr mitnehmen. Hier ist ein Benzinkanister, da ist noch Kerosin da. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder weg. Ich wollte die Hundepfeife benutzen. Man hat mich nicht die Hundepfeife benutzen lassen. Was mich schon sehr traurig macht eigentlich. Jetzt gehe ich hier in den Raum rein. Tja, Resident Evil. Schöne Reihe. Hatte damals den Originalteil. Ui, jetzt habe ich mich voll erschrocken. den ersten Teil, zweiten Teil noch gespielt gehabt. Dritten Teil. Den vierten Teil habe ich gar nicht gespielt gehabt. Dann aber wieder Teil 5. Nein, Entschuldigung, Teil 5 war es nicht. Teil. Doch, Teil 5 war es. Oder war es Teil 6? Ne, Teil 6 war es. Es war Teil 5 gewesen. Genau, es war Teil 5 gewesen, weil nach Teil 5 kam ja Teil 6. Und nach Teil 6 kam ja mit hier Jack, ne? Mit Teil 7. Habe ich selber nicht. Ich habe es angespielt gehabt. Ich habe auch den achten Teil hier rumzugehen, ne? Also ich hätte noch Teil 2. Habe ich Teil 3? Habe ich Teil 3? Ich glaube, ich habe Teil 3 nicht. Auf jeden Fall Teil 2. Den ich dann vielleicht auch nochmal. Hier das Remake natürlich, was ich dann eventuell auch noch an. Ich kann nicht lesen! Ich bin schon wieder des Todes hier, ne? Aber ich habe hier einen Verteidigungsdolch. Ne? Ja, ich habe Verteidigungsdolch gelernt. Der lebt noch! Ich hab ihn angeschossen, alle. Ey, leck mich an die Füße. Ich hab den angeschossen. Er hat doch ein Dolch im Nacken. Ich hab mich gespeichert. Der letzte Speicherpunkt war da ganz drin. Egal, aber wo wir gesagt haben, Teil 7 und 8 und Teil 2 würde ich halt auch noch gerne zocken wollen. Als kleines Let's Play. Falls es wirklich so gut ankommt, dass man. Aber ich würde es auch so machen. Ist mir egal. Genau, das wären halt diese Resident Evil Sachen. Die ich halt gerne machen wollen würde.
Was ich auch super gerne machen wollen würde, wäre halt Silent Hill, nur da ist halt. Ich glaube, da habe ich die technischen Voraussetzungen einfach nicht für, das halt so bei ihm zu machen. Auf jeden Fall Teil 1, auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass es da Teil 2 und 3 irgendwelche Remastered-Sachen gibt halt, die sind aber auch nicht so geil sein sollen, ehrlich gesagt. Obwohl man sich das mal angucken müsste. Ansonsten bin ich halt auch gerne offen für irgendwelche Tipps. Gerade was halt PS4 halt auch angeht. Ich meine, mich würde halt auch sowas wie Visage super geil reizen. Weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Art von Horror als das hier gerade. Obwohl mich das schon hier, ne? Muss ich die scheiß Gewehrgeschichte nochmal machen? Ich glaube da nicht. Visage-Geschichte finde ich halt sehr spannend eigentlich. Ich meine, ich hätte auch noch Death Stranding hier am Start. Obwohl ich nicht weiß, ob das irgendwie wirklich zum Horrorgenre irgendwie passt. Aber es muss ja auch nicht immer alles passen. Ach Leute, lasst das Mädel doch mal in Ruhe. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann dankbar, wenn es so kleine. Muss ja nicht, können auch so kleine Indie-Spiele sein, die vielleicht irgendwie im PS4 Store oder im PlayStation Store sind. Vielleicht kann man ja sowas dann halt auch mal machen. Da bin ich ja auch gerne bereit und offen. Vielleicht gerade sowas wie Emily Wants to Play, weil ich das ziemlich nervig finde. Und dann ist mein. Ich würde es machen, wenn es sich super gewünscht werden wollen würde. Aber wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Bitte. Mein Gott, ey, ich kacke mich hier jetzt schon ein irgendwie. Was ist hier los, Mann? Kann ich jetzt die Hundepfeife benutzen? Vielleicht, eventuell. Warte, ich habe eine Hundepfeife. Muss ich die irgendwie prüfen? Ist da irgendwas dran? Aha. Ja, gewaltig. Lass mich. Lass mich. Lassen Sie mich. Entschuldigung. Ich gehe jetzt noch mit dem Gewehr eben. Das ist mir dann doch ein bisschen uns. Ich muss mal hier ein bisschen Licht anmachen, weil irgendwie glaube ich. Naja, fühle mich schon ein bisschen wohler, ne? Sage mal schnell, ich hole mir mal eben das Gewehr. Oder was ist hier? Die Tür ist verschlossen. Das war ja hier rein, dann wieder Toilette, bla bla bla. Wie gesagt, schreibt, wenn ihr irgendwelche Horror-Titel habt, die man gerne. Ich wollte ja auch die ganze Zeit immer mal dieses Slender's Arrival halt zocken, weil diese ganze kleine Indie-Spiele-Geschichte, weil die mit den 8 Seiten und das ganze Gedöns dann halt rausgekommen ist. Was ich halt auch super reizvoll finde. Wie gesagt. Man muss sich halt mal nach und nach hier so reinfuchsen, weil ich das eigentlich ein super spannendes. Was heißt spannend? Aber macht halt Spaß, finde ich. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller hier, Flotti Karotti. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Vielleicht lässt sich die Tür hier öffnen. Oh So, Gott. mach hier mal eben den, weil das wissen, das kennen wir ja schon, ne? Warum ist die Kamera nicht immer so unscharf zwischendurch? Wie gesagt, technisch bin ich nicht versiert genug, um hier das Nonplusultra wahrscheinlich rauszuholen. Aber ich finde halt immer, solange der Spaß halt irgendwie bemerkbar ist,
Muss man ja auch nicht. Ne? Muss man ja nicht. Man kann, aber man muss. Und ich finde eigentlich, dass ich mit den kleinen Mitteln, die hier schon zur Verfügung stehen, eigentlich schon echt das Maximum halt raus. Oder? Stöpselt sie, dann kommt jetzt wieder der Zombie raus, dann kotzt sie wieder da rein, da ist der Dolch. Schön. So. So, woran bin ich gerade gestorben? An den Hunden, ne? Vielleicht soll ich die Hunde einfach ignorieren. Und diese Munition, die da liegt, ist eigentlich auch dreht egal. Ich habe aber auch immer ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist traurig eigentlich. Ich weiß nix. Hier sind wir jetzt wieder. Hier durfte ich ja die Pfeife auch nicht benutzen. Aber jetzt nehme ich die Chemikalie schon mal mit. Und die Kamera ist sehr krebselig. Aber es macht ja nichts. Macht ja nichts. Wie steht ihr zu der Filmreihe Resident Evil? Nur mal, um so ein bisschen kleines Reden zu machen. Ich persönlich mag die Reihe. Verbinde sie aber jetzt nicht wirklich mit Resident Evil. Ich mag die Reihe wirklich, weil sie eine kurzweilige Unterhaltung halt in sich trägt. Ich renne jetzt einfach erstmal durch, ne? Beiß mich doch in meinen Arsch. Und auch in meinen Arsch, hab ich doch gesagt, verpiss dich, ich hab Dolche. Ne? Da. Ja, weißt du? Egal, ich red mich jetzt nicht auf, ich hab da Spaß dran. Hätte ich mich aufladen sollen wieder? Hätte. Ne? Oh, nochmal alles machen. Egal. Spieladen. Spinagel. So. Macht ja immer wieder Spaß, ne? Der Abstellraum im Ostflügel. Aber ich kann aber auch erst. Warum scheitere ich an den blöden Hunden, Leute? Oder soll ich das Gewehr benutzen? Vielleicht wenn es eine Maßnahme, ne? Ich sehe schon alle hier verzweifelt die Köpfe übereinander schlagen und ja, ne? Und oh, mach das doch so jetzt, ne? Ach ja, an Angst stirbt man nicht, aber. Noch mal diese Gewehrscheiße machen. Egal, komm. Ich sehe schon, diese beschissene Hundepfeife brauche ich jetzt sowieso noch nicht. Ne? Man hat mir signalisiert, nein, du brauchst die Hundepfeife jetzt noch nicht. Und dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann heißt es, hey, du musst jetzt die Hundepfeife benutzen. Wo ist deine Hundepfeife? Du kannst nicht weitermachen ohne diese Hundepfeife. Ich gehe hier. Hundepfeife. Was gibt es eigentlich noch so für kleine Indie-Spiele im Horrorbereich? Aber gerade auf dem PC gibt es ja super, super viele. Wie heißt dieses I'm on Observation oder wie heißt das heißt, wo man da quasi durch die Kamera luschert? Wo ich sagen muss, dass ich den ersten Teil eigentlich ganz cool fand. Danach die Teile, die waren halt ein bisschen verschroben, nicht, aber. Man hat halt gemerkt, dass man wieder mehr wollte. Ist auch okay, ist auch legitim, wenn man so denkt. Was ich als Let's Play gucken ziemlich cool fand noch, war hier dieses... mit diesem Hacken da. Lalala, Game, schieß mich tot. Lalala Game schließt mich tot. Ich glaube, so hieß das. Ich weiß leider nicht mehr, wie es ist. Wo man da auch irgendwelche. In so einem Haus. Kriegt man da per Drohne irgendwie so einen Server. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Anzugucken war es auf jeden Fall sehr schön. Welcome to the Game. Irgendwie sowas. Hieß das so?
Was mich da an sowas immer stört, ist dann halt, dass es da keine deutsche Sprachausgabe halt gibt. Oder beziehungsweise, dass es dann nicht wenigstens deutschen Untertitel gibt. Weil mein Englisch ist jetzt auch nicht so grandios. Es ist grandios, aber nicht so grandios. Naja, macht ja nichts. Ich hatte auch mal dieses aus Indonesien, dieses, wie heißt's? Dreadout? Dreadout heißt das nämlich, ne? Genau. Was ich auch eigentlich ziemlich cool fand. Ich erschieße die Hunde jetzt sofort. Mal eben. Ne? Wobei bei Dreadout mich die Frage. Ich finde es so schade, dass man nicht mit angezogener Waffe hier schon. Ja, das ist doch mal, ne? Muss ja andere Scheißkröte. Entschuldigung, ich bin Hundefan, aber. Dieses. Ich lade mich jetzt mal eben ein zum freudigen. Boah, mein Herz. Also, ich kann nicht gleichzeitig reden und mich konzentrieren. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Was ist das denn? Aha, anscheinend habe ich den Schwertschlüssel verschwendet. Verschwendet vor allem. Dreadout fand ich ziemlich cool. Indonesisches Spiel. Aber da gibt es ja, glaube ich, auch keine. Oder gab es da Deutsch? Gab es da Deutsch? Boah. Ach, guck mal einer, schau. Wo wir wieder gelandet sind. So, lass mich aber wieder nachdenken. Was hatte ich? Ich hatte den Schlüssel. Ich hatte immer noch diesen Schlüssel. Der kann ja jetzt nicht. Barry. So, Barry. Oh, Jill. Oh, Jill. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here. I'm a Better secure man. our escape route first. It's gotta be Living on in an animal house. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. Ich habe Säure gefunden. Hier, flüssige Säure. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Finde ich gut. Hier, ich habe Säure gefunden. Wann findet man im What normalen about you? Haushalt Säure? Oh, don't worry. I like the buddy system we Und have meine here. Waffe habe ich auch. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 nanani. Südländisches Temperament. So, okay. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ich habe Säure. Was ich jetzt gerne nochmal machen würde, wäre speichern. Weil ich keine Lust habe, nochmal die ganze Geschichte mit dem Gewehr zu machen. Speichern. Jetzt. War das Glas vorhin auch schon umgekippt? Ha. Da wäre doch bestimmt wieder hier der kleine, große, mittelgroße Speisesaal. Ah, oh Mann, ey. Ja, dann gucken wir mal jetzt, wo es weitergeht. Weil ich glaube, da hinten die kleine Tür wäre ja auch noch offen zum Öffnen bereit gewesen. Vielleicht ist ja auch nicht zum Öffnen bereit, aber die Tür ist wahrscheinlich noch gar nicht. Hier unten war doch auch eine Tür gewesen. Ich möchte da gar nicht runter. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Da ist das Gretchen. Das war böse. So, mal eben überlegen. Ich gehe jetzt noch mal hier rauf. Dann war ja hier.
Ich muss eben mal da reinschluppen, weil... Sieb. Ich habe eine Karte. Warum benutze ich nicht die Karte, ey? Mein Gott. So, ich bin jetzt hier. Dann rechts müsste eine Tür kommen. Die Tür ist verschlossen. Rüstung. Und dann müsste ich jetzt hier... Eine Rüstung. Okay, alles klar. Ich guck mal, ich mache jetzt alles per Karte hin, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung. Und dann, weil ich hier nämlich da. Ich meine, so ein Haus ist auch riesig, ne? Ist ja riesig. Wenn du da durchsaugen musst, da hast du keinen Bock drauf. Keine Lust drauf. Hier sind auf jeden Fall Kräuterlis. Hier ist alles verschlossen. Okay, hier bin ich falsch. Ich bin hier total falsch. Aber egal, wir müssen ja irgendwie vorankommen. Nützt ja nichts. Da war das wieder hier mit dem Gedöns. Habe ich irgendwas, was ich wegschmeißen müsste? Die Säure kann. Was soll ich jetzt mit Säure? Was soll ich mit Säure? Hä? Kann man das mal noch verraten, was ich jetzt mit Säure soll? In diesem Moment kann ich Säure nicht gebrauchen. Ich speichere trotzdem einmal ab. Einfach weil ich es kann. Naja. Wahrscheinlich sind andere Leute jetzt schon meilenweit, die sind schon dabei. Psycho Mantis, nein, falsches Spiel. Obwohl auch ein tolles Spiel war damals. Metal Gear Solid, erster Teil auf PS1 war grandios. Grandios. Warte mal, ich hab doch Dings. Entschuldigung, ich bin ja noch verwirrt am sein. Ich nehme die Gewehrmunition natürlich mit. Und das Pistolenmagazin nehme ich auch mit. Und das erste Hilfespray nehme ich auch mit. Schon habe ich meine Plätze wieder voll und schon bin ich gleich wieder am Arsch. Egal. Machen wir das Beste draus. Ja. Gehen wir wieder hier. Was sagt die Karte? Wo bin ich? Where am I? Gehe ich jetzt hier raus. Gehe ich trotzdem da raus. Guck dann trotzdem noch mal auf die Dingens. Die Tür ist verschlossen. Schieß doch! Was war hier für eine Tür? Die Tür ist verschlossen. Okay. Hier starb ich doch. Ja, ich glaube, ich möchte hier noch nicht durchgehen. Ich gehe durch die fette Tür hier durch. Nochmal. Genau. Ich weiß, ich drehe mich hier gerade im Kreis, weil ich einfach so bin. Ich kann mal die Hunde besuchen. Naja. Ich arbeite immer viel zu wenig mit der Karte. Immer. Schon immer gewesen. Ja, wo sind die Hunde denn hin, hä? So. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt, wo ich vor einer Viertelstunde schon mal war. Macht ja nichts. So. Kade, wo bin ich? Wo bin ich? Da.
Ich schieb dich mal eben zur Seite. Ich mag das ja auch nicht, wenn die Musik dann auf einmal spannend wird. Da kann ich ja überhaupt nicht mit umgehen und so. Achso, hier war gar keine Tür. Da ist doch ein Ritual durch, ich sehe das doch. Ich sage immer Ritual durch, das ist gar kein Ritual. Durch vor allen Dingen. Ja, wer wohnt denn hier? Nein! Du hast einen Dolch. Boah, ich hasse das Spiel jetzt schon. Egal, ich liebe das Spiel. So, warte mal. Muss immer auf die Karte gucken. Da geht's ja überhaupt nicht weiter. Also, ich gehe hier nochmal raus. Irre. Irre. So. Gehe ich hier nochmal rauf. Und möchte jetzt mal rechts lang. Aber ist doch schon wieder Quatsch eigentlich, weil ich doch schon rechts war. Geh mal hier durch. Oh, mein Rücken. So, was ist denn hier noch? Ich weiß nicht, was mit der Tür war. Die Tür war auf. Aha, ich habe den Schwertschutz verwendet. Immer verschwendet sagen. Okay. Okay. Hi. Ich hab den Sack geschossen. Die Tür ist verschlossen. Helm. Die Tür habe ich natürlich aufgeschlossen. Ich bin ja aufgeschlossen. Das ist eine schöne, marode Tür. Eine schöne, marode Tür. Ich kenne diesen Ort. Ich möchte einmal kurz darunter gehen, weil ich glaube, da wäre nochmal ein so ein Safety-Raum. Hi. Ich habe Geburtstag, Valentine. So war das nämlich im Original, da war hier nämlich nochmal so ein Safety Room. Und siehst du? Ja auch. Ist doch wunderbar. Seren. Sonderbare Farbe. Seren. Ist die Mehrfall. Die Mehrzahl von Serum Seren? Anscheinend ja. Ich würde gerne hier einmal das Farbband nehmen, einmal abspeichern hier. Und ich würde das Farbband verwenden wollen, weil ich jetzt die Aufnahme gerne beenden möchte. Und ich würde sagen, so 45 Minuten reichen immer völlig, ne, für sowas, ne. Sag ich aus meiner blauen Nase heraus. Ich lasse das mal hier so ein bisschen. Mach mal auf Pause hier. Meine blaue Nase heraus. Dies war die zweite Folge Resident Evil 1, das Remake. Sehr oft gestorben, es tut mir auch leid, deswegen, dass dadurch unnötig immer wieder dasselbe halt gespielt werden muss. Aber so ist es halt. So ist es halt, wenn ihr zu Hause ein Spiel das erste Mal spielt, wahrscheinlich auch. Keiner zockt ein Spiel mit Leichtigkeit mal eben durch. Es hat immer, man macht auf leicht. Aber das machen wir nicht. Genau, dies soll es dann für heute wieder gewesen sein. Ich switch mal eben hier rüber zum anderen Dings.
für heute wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, bei allen Podcast-Zuhörern. Auch vielen Dank für die Follows, Unterstützung, YouTube, Folgen, Daumen hoch, gerne einen Kommentar da lassen, Spielevorschläge. Ich weiß nicht, wie ich erfüllen kann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich werde einiges versuchen, aber ich würde auch gerne immer eins nacheinander. Ja. Weil ich halt nicht weiß, wie schnell ich in so einem Spiel halt durchkomme. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bedanke mich bei allen Leuten, nochmal bei allen Leuten auf YouTube, Spotify, Twitter, die Bekloppten auf Instagram, ne, alle. Und wenn ich jetzt was vergessen habe, tut's mir leid, ich bin verwirrt, macht aber auch nichts. Ich bedanke mich, macht das gut, tschüssikowski.